Welcome zurück hier auf unserem Kanal. An diesem Freitag, 17.02. Ihr seht, es hat ein paar Sachen geändert. Mein Bart ist ein bisschen verschwunden. Meine Frisur ist auch ein bisschen kleiner geworden. Und wir tragen andere Farben. Zur richtigen Farben hier. Guck mal. Schön, oder? Sogar mit dem richtigen Gedingsi, was es sein muss. Hier. Genau. Ja, ich habe mir ein neues Kombi besorgt. Original USA eingeflogen. Oder mit dem Schiff. Ich weiß nicht, wie es kam. Habe ich mir besorgt. Und ja, werden wir mal sehen, ob wir besser fliegen bekommen mit dem neuen jetzt. Mal sehen. Genau. Farben stimmen mit der Navy überein jetzt. Zumindest was so Operation Enduring Freedom und so angeht, ne? Sind sie auch so Desert geflogen. Genau. Und der Bart ein bisschen kürzer geworden. Nicht ganz weg, aber so ein bisschen. Ja, genau. So. Wir fliegen heute wieder Operation Red Scorpion und zwar mittlerweile Tag 5, glaube ich. Kann das sein? Ja, Tag 5. Und ja, ich würde kurz hier mal die Hoshis hier einmal so machen. Und dann würde ich hier mal so machen. Dann zeige ich euch nämlich kurz das Briefing von heute. Damit wir nachher loslegen können, Punkt 21 Uhr. Und deshalb lese ich euch das mal vor. Also heute 17.02.23, Uhrzeit 21.00, also gleich. Im Persischen Golf wieder Motzen OVG im E-Ready. Erstmal das allgemeine Lagebild. Iran und hat ägyptische Su-35er aufgegabelt, ne? Also die sind jetzt auch in der AO. Und so viel zur Lage. Guten Morgen, meine Herren. Der neuesten Information nach hat der Iran von Russland Su-35er erhalten. Diese Entwicklung könnte uns das Leben in Zukunft noch etwas schwerer machen. Ja, könnte, müsste, wollte. Alles ist möglich. Nichtsdestotrotz hat das Oberkommando angeordnet, mit dem geplanten Trainingsprogramm weiterzumachen. Deshalb werden wir heute unser Wissen im Bereich der Airfield Operations auffrischen und oder erweitern. Genau, das steht heute im Zentrum. Also alles, was Airfield Ops angeht, unter einem Human ATC, also menschlicher Air Traffic Controller. Hatten wir so bei uns noch nie im Einsatz. Wir werden heute eine kleine Einführung machen und dann werden wir mal sehen, wie das rauskommt zum ersten Mal. So, Bild von Al-Dafra, sieht auch schön aus. Unsere Aufgabe, Start in Al-Dafra, Flug nach Al-Minhad, Touch and Go in Al-Minhad. Ich schätze mit einem Overhead Break, wenn wir nachher selber sehen, wenn der Viper das erzählt. Rückflug nach Al-Dafra, Touch and Go in Al-Dafra, dann wieder los, dann fliegen wir in den Arc zum Entry Point und landen in Al-Dafra. Also wir landen zweimal in Al-Dafra. Genau, angemeldet die diverse Herren hier. Kiwi als ATC. Genau, sind wir gespannt, wie das läuft. Zur Aufklärung. Wir haben im Spiel der 22.02.07, also Februar. Zeit ist 0800, wir haben 15 Grad. Wetter, ein bisschen Wind, 9 Knoten geht eigentlich. Alles andere ist easy peasy, genau. Ein bisschen Wolken, um die 20.000 ist nicht so schlimm. Dann hier ist unser Flugplan. Ich zoome hier mal ein bisschen rein, damit ihr das sehen könnt. Wir starten in Al-Dafra, fliegen über den Initial, über den Exit West, über Punkt 3, 4. Dann hier Entry Süd müsste das sein. Dann Initial, die Runway, ein Touch and Go. Ich schätze mit einem Overhead Break, das heißt, dass wir dann linksrum in Al-Minhad. Über ein Initial raus, über ein Exit West raus, runter. Hier über ein Entry rein, Initial, Touch and Go, wieder links rum. Touch and Go, raus.
bis hier zum Exit und dann will er, dass wir einen Arc fliegen, zurück quasi zum Entry und dann nochmal eine Landung machen. Ungefähr so sollte das aussehen, das Programm. Zu den Kneeboards haben wir auch die normalen Kneeboards drin, wie immer. Ich mache es wieder ein bisschen größer. Wir haben unsere Compage mit Encryptions. Ich weiß nicht, ob wir Encryption benutzen oder nicht. Wir haben unsere Flights, wir haben Codewörter. Wo mir hier jetzt aber noch ein paar Codewörter fehlen. Und zwar die hier von den W-Punkten, fällt mir gerade auf. Die sind bei der Codewörter gar nicht drin, weil er hat uns Wegpunkte, hat er mit Codewörtern belandt. Poker, Roulette, Dungeon, Blackjack und Castle. Castle wird also Aldafra sein. Hier, das haben wir drauf, aber die anderen sind nicht drauf. Ist aber nicht so schlimm. Genau, das ist unser Flugplan. Wir sind heute in Devil 6. Bin ich der Lead. Wir sind ein Tree-Ship-Flight. Und dann gucken wir einfach, wie das abgeht. Genau. Hier Touch and Go und dann müssen wir quasi nochmal zurück über den Arc. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich einen zweiten Flugplan in die Hornet einprogrammieren. Für den Go-Around mit dem Arc. Werden wir mal sehen, wie wir das machen. In der Tomcat haben wir keinen heute. Okay. Hat er sich ausgetragen, der Viking? Der war bis vorhin mal nur eingetragen. Oder war er nicht eingetragen? Habe ich das geträumt? Möglich. F-16 haben wir drei Stück. Viper, Gustav, Viking. Viking, F-16? Okay. Und der Lasse? Der Lasse gar nicht mit. Ist ja gar nicht da. Lasse ist nicht eingetragen. Okay. Interesting. Ja, und dann haben wir drei Hornets hier als Ram 4 und drei Hornets als Devil 6. Und das war dann eigentlich alles. Da würde ich jetzt sagen, ich hau mal die Leute hier wieder zu. Und dann, here we go. So, der Lass ist gar nicht da heute, ne? Ja, der ist aber abgemeldet. Crazy shit. Kann er nur. Wie kann er nur? Ja, hier kurz mein Handy noch ein bisschen dunkler machen. Okay, Viper, kannst. Er kann. Hallo Öffentlichkeit. Hallo alle zusammen. Ja. Fliegst mit, ne? Ja. Nö, ich bin ja freigegeben von dir. Ja, du hast dich nicht im Terminsheet eingetragen. Was? Ja, gerade erledigt für dich. Ja. Ich mach mal ein neues Kombi. Ja, okay, danke. Ich mag das. Ich hab mich, das kann nicht sein. Muss hier noch einen Kleber drauf machen. Ich weiß noch nicht genau was. Ihnen ein Abzeichen. Geht wieder los. Nix, Ausrede. Ich hab mich eingetragen. Rechte Seite habe ich noch nix. Es wird Zeit, dass ich meine Fliegerstaffel 11 auswechsel. Da steht unter Raffen steht Atze. Und ich habe dann hier gewählt. Ja, in der Terminübersicht aber nicht. Dann da nicht. Genau. Bin ich gespannt. Irgendwas labert hier. Das ist nur unser ATC, ey. Ja, den habe ich auch schon geschrieben. Der hat auch ein paar Minuten Verspätung. Ungenügend. Sollen wir uns dann schon mal in die Flieger schmeißen, oder? Können wir gleich machen, aber wir gehen dann noch einmal kurz zusammen die SOP durch, das Briefing. Ist aber theoretisch diejenigen, die wollen, können schon auf den Server und sich ins Flugzeug setzen. Server läuft, Mission ist auf Pause. Nee. Das ist so ein Team von SAS und so. Bitte? Könnt ihr noch SAS disconnecten und so ein Kram. Wann darf ich denn jetzt meinen Stream starten? Also meiner läuft. Weil Viper hat mir vorhin gesagt, ich soll noch nicht starten. Oh ja. Ja, weil es mal hieß, dass wir unsere SOPs nicht in alle Welt verbreiten wollen. Doch, die sind da im Internet. Dann mach an, dann ist mir egal. Dann starte ich jetzt meinen Stream. Hier mit unterschiedlichen Informationen arbeiten muss. Warum?
Die SOPs sind doch alle auf YouTube. Ja, aber es hieß ja mal nicht für alle zugänglich. Die Dokumente nicht. Teilweise rede ich, glaube ich, mit Wänden. Ohne Scheiß. Kann Sachen 10-mal wiederholen. Schon schlimm. Hin und wieder ist schlimm. Ja, dann lassen wir Goldman noch kurz seine Anmoderation machen und dann gucken wir uns das Ding nochmal kurz an. Genau. Mal gucken, was der... Machen wir die obligatorische Pinkelpause und dann geht's los, würde ich sagen. Mach mal ein neues Kombi. Ohne Scheiß. Ich finde, das ist viel bequemer als das andere. Das andere war so steif und komisch. Wahrscheinlich, weil das hier benutzt wurde. Klebt wahrscheinlich irgendwo noch Blut dran. Crazy. So, dele. Ich freue mich. Ich habe mir sogar ein paar Notizen gemacht heute. Vorgängig mal wieder. Mal sehen. Ob wir das noch hinkriegen. Oder nicht. Könnte ein Argument für die Strike Eagle gefunden haben. Kann es sein, dass du jetzt einfach nur suchst, um dir eine Begründung zu haben, die zu kaufen? Naja, vielleicht. Da gibt es eine Kampagne von Baltic Dragon dazu. Gibt es auch ein Buch dazu? Gibt es ein PDF dazu und dann von diesem 10% gibt es da auch eine Mission dazu. 10% True oder wie das da hieß. Nee, das Buch. Ja, aber da gibt es auch eine Mission basierend auf dem Buch. Ja, Mann. Ja. Wirklich. Moin, Mr. Bose. Bonjour, bonjour. So, ich bin gespannt. Ich bin eine Woche nicht geflogen, glaube ich. Ich hatte diese Woche keine Zeit. Ich hatte anderes zu tun, aber jetzt habe ich Urlaub. Wenn ich ein bisschen mehr fliegen werde. Das ist auch die Mission 15 von Raven One, Dominion Furious noch hängig für YouTube. Die bin ich auch noch nicht geflogen. Da hatte ich jetzt 2 Wochen keine Zeit, die noch zu fliegen. Das ist ein Projekt für nächste Woche. Und dann müssen wir uns noch überlegen, welche Kampagne wir als nächstes fliegen für YouTube. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich eine weitere F-18-Kampagne fliege. Ich hätte Bock auf diese Bolt Cheater oder die erste Raven One. Haben auch noch keine Videos gemacht. Weiß ich noch nicht. Oder ob ich was von der A10 nehme. A10 hätte ich eigentlich Bock, Enemy Within zu fliegen. Aber Baltic Dragon arbeitet da gerade an einem Rework. Deshalb würde ich mit der A10-Kampagne warten, bis das Rework draußen ist. Aktuell ist ja 3.0, aber der hat geschrieben letztens irgendwo auf seinem Terminplan, dass der ein Rework davon macht. Und dann würde ich dann ihm mit der A10... Genau. Gut, alle da? Ich entschuldige mich für die Verspätung. Verspäteter? Gut. Briefing hat jeder gelesen. Müssen wir auf uns davon noch irgendwas angucken, oder? Ich nicht. Mach ist klar. Ja, nein, okay, gut. Ablaufplan. Wir starten Aldafra, fliegen die Wegpunkte nach Al-Minnat ab. Die Wegpunkte, die im Leeboard stehen. Die haben, also die Wegpunkte, die benannt sind, die bitte ansagen. Über Funk, damit man weiß, wo ihr seid quasi ungefähr in der Luft. Castle auch? Das könnt ihr sagen, wenn ihr euch quasi von der Frequenz abmeldet, dass ihr zu Castle switcht, ja. Okay. Oder Dungeon, eins von beiden. Dann gab es in der Woche schon mal eine Frage zu dem Touch and Go in Aldafra. Touch and Go werden wir anfliegen, indem wir quasi über den Entry Point East reinfliegen. Ein Touch and Go auf Aldafra fliegen, zum Exit Point West und dann vom Exit Point West einen Arc wieder über den Entry Point East fliegen und dann halt im Prinzip wieder ganz normal landen. Oder den Touch and Go ein Carrier Break oder ein Straight In? Straight In. Bei allen oder Straight In? Oder
Oder wollt ihr das mit Overhead-Back fliegen? Dann machen wir es mit Overhead-Back. Also es ist so, wenn wir in der Formation fliegen, ist ein Straight-In nicht möglich. Nee, dann müsstest du ein Spacing aufbauen, das ist richtig. Ja, das müsste dann der ATC managen. Darf ich kurz fragen, Touch and Go heißt quasi einfach nur kurz aufsetzen, wieder durchstarten und weiter, oder? Ist das richtig? Genau. Okay. Ja, dann machen wir mit Overhead Break. In einer Minderheit ist das, glaube ich, ein bisschen eng. Da kannst du nicht wirklich viel Spacing aufbauen. Ja, dann machen wir Overhead Break und dann halt Touch and Go nacheinander. Genau. Logischerweise. I mean, hat wer das dann links rum, ne? Einfach, dass ich es gesagt habe, ja? Einfach, dass ich es gesagt habe. Aber dann frage ich mich, warum auf der An- und Abflugkarte das Ding auf beiden Seiten angezeichnet ist. Je nachdem, von welchem Entry du kommst. Genau. Wenn du von Westen kommst, ist links rum nach Norden. Wenn du von rechts kommst, ist es quasi auch wieder links nach Süden. Na gut. Gut, zum Briefing sonst keine Frage. Haben wir schon 100 Mal besprochen, aber sie hören mir alle nicht. Ja, ich weiß, wir haben Bravos geladen. Ah, nee, gar nicht wahr. Wir haben geladen. Und MHs und nicht Ps, aber ja. Ja, dann beschwer dich bei Tracker. Der hat die Daten noch nicht fertig gemacht dafür. Ja, alles gut. Tanken ist keine Pflicht. Wer will, kann das gerne tun. Die Tanker sind ganz normal zu finden über R2R-Tankern, so wie sie in den Kneeboards halt steht. So wie in den letzten Missionen halt auch immer. Ja. Ansonsten schauen wir uns das nochmal schön an. Die grundlegenden SOPs vom Airfield kennen wir jetzt ja mittlerweile in- und auswendig. Ich habe das Ganze einfach nur nochmal so ein bisschen aus verschiedenen Quellen nicht, aber ich habe mir das von Para geben lassen. Charles hat auch mit drüber gelesen. Sie hat sich das angeguckt. Der Kiwi hat sich das auch mit angeguckt. Dann habe ich das so ein bisschen zusammengepinselt auf DCS runtergebrochen. In der Realität ist das nicht 1:1 so, wie wir das jetzt hier hingeschrieben haben oder ich das hingeschrieben habe. Das ist aber bei allen SOPs so, das habe ich jetzt hier noch gar nicht aufgeschrieben, fällt mir gerade ein, dass wir das auf DCS reduziert haben, auf unseren DCS-Betrieb. Also nicht auf eine Goldwaage legen, das stimmt nicht hundertprozentig. Hat sich das denn jeder schon mal angeguckt, das Dokument? Positiv. Ja, Chef. Jawohl. Wir haben das gefragt, gibt es irgendwen hier in dem Channel, der das noch nicht gesehen hat? Ja, dann ist ja einfach. hat irgendwer Fragen dazu? Ja, ich bin auch dabei. Was? Ich hätte tatsächlich die eine oder andere Frage, und zwar ganz am Anfang, Request Taxi, Taxi with Information Mike. Information Mike heißt quasi die Anfrage, über welche Ding wir anrollen müssen oder wie wir zur Runway kommen oder was heißt Information Mike? Wenn du ATIS abhörst, der erzählt dir ja so einen halben Roman und am Ende sagt er dir dann, welcher Informationscode das ist. Okay. Und das ist einfach nur das, weil das könnte sich theoretisch zwischendurch ändern, weil die Wetterlage sich ändern kann, allerdings nicht DCS so richtig, beziehungsweise benutzen wir das noch nicht so richtig, dieses dynamische Wetter, weil dafür musste studiert haben, damit du das verstehst. Okay. Musste nicht. Einfach nur alphabetisch geordnet, ne, die Information. Und wenn es eine neue Information gibt, dann ist es eben nicht mehr Information Mike, sondern es kommt nach M. November. Richtig. Dann wäre halt die neue Ansage Information November. Dann müsstest du halt sagen, bist Information Mike und dann sagt der ATC, eventuell, Achtung, hier gibt es eine neue Information. Dann müsstest du vielleicht nochmal ans ATIS schalten. Ja, das Studieren war aufs Wetter gemeint und nicht auf. Ach so, das. Okay. Was soll ich da sagen? Das Studieren war auf den Missionseditor gedacht, nicht aufs Alphabet. Das kriege ich hin. Okay. Zum Taxiing noch. Da steht ja jetzt. Taxi Holding Point Runway 31 Lima via Uniform 10. So. Den Uniform 10 kann ich aus meinem Shelter ja in zwei Richtungen befahren. Ich kann nach links abbiegen oder nach rechts, sagt mir der Tower nicht noch. Turn right, Uniform 10 oder Turn left, Uniform 10. Dass ich weiß, in welche Richtung ich lostexeln muss. Naja, wenn du zur Runway 31 Lima
Warte. Du meinst jetzt, wenn du das quasi nach unten rausfährst? Genau. Ob er ja, mir einfach sagt, Big Links. Genau, aber wenn er dir sagt, Uniform 10, Uniform 9er, dann musst du ja quasi nach Norden rausfahren. Wenn er dir sagt, Uniform 10 Victor, wäre das unten rum. Oder Uniform 10, Uniform 0. Außerdem kannst du da nicht unten lang fahren, wenn dein Flieger nach Norden steht. Dann müsstest du auf der Stelle drehen. Genau. Ich kann das. Ja. Können tust du das schon, ja. Also, das ist halt der logische Abfolgeplan, ne? Wie man gerade schon sagt, ihr könnt nicht in den meisten Flugzeugen nicht rückwärts fahren. Gustav! Schon. Sonst noch Fragen? Ja. Und mal Bier. Also Anmerkung. Erste Seite, Request, Startup. Das macht der Flight Lead für alle, richtig? Ja. Okay, für die Hornets, denkt daran. Auf der Batterie habt ihr nur Radio 1, Kanal 1, der funktioniert. Wenn ihr das ganze Radio wollt, müsst ihr über Ground Power gehen. Und ansonsten einfach Radio 1 mithören bis für euren Flight, in dem Fall den Startup geklärt wurde und dann könnt ihr anmachen. Keine Einwände. Okay. Auch keine Fragen. Sonst noch Fragen. Okay. Keine Fragen. Na dann geht das ja wie aus dem FF gleich hier. Ja, bis wir plötzlich in der Luft den Lead wechseln. Ich habe übrigens eins vergessen, das ist mir noch aufgefallen, das muss ich noch ändern. Auf der zweiten Seite, wenn ihr vom Tower angesagt bekommt, wo ihr langfahren sollt, dann müsst ihr das einmal repeaten, logischerweise. Das habe ich noch nicht hingeschrieben, das muss ich nachher nochmal machen. Also ihr macht quasi einen Readback von den Taxiways, wo euch der Tower halt lang schickt, ne? Damit der Tower weiß, dass ihr das verstanden habt. Ja. Pass auf, in dem Dokument wird immer vom Flight Lead gesprochen. Das heißt, wenn ich die 2 bin, mache ich ja heute eigentlich nichts außer mitfliegen. Genau. Ansagen muss. Das kommt, ich wollte sagen, das kommt aber später noch, wenn ihr den Overhead Break macht und jeder sein Touch and Go macht, das muss jeder separat machen. Ja. Ne, je nachdem, was der Tower euch hier sagt, wann ihr einen Report oder ob ihr einen Report geben sollt, auf Entry, Initial oder Final. Final sagt halt jeder Wingman einzeln an. Ne? Nur auf dem Entry Point und auf dem Initial ist es der Flight Lead, der den ganzen Flight anmeldet. Ja, da wäre eine Unterscheidung vielleicht ganz wie so ein Dokument, dass ich wüsste, was ich wann machen muss. Steht doch da. Du musst dir nur merken, wenn der Tower sagt, Report Final, du hörst ja quasi mit, was der Tower sagt zu deinem Flight Lead. Du bist ja auf derselben Frequenz als Wingman. Und wenn der Tower sagt, Report Final, dann weißt du als Wingman, okay, sobald ich ins Final gehe, muss ich das selber funken. Also als Wingman müsst ihr euch genau ein Wort merken, einprägen und das muss bei euch Alarm schlagen. Und zwar Report. Wenn ihr Report hört, wisst ihr, ich muss irgendwas erzählen, nahe, heute, als Wingman. Wenn kommt Report Final, dann müsst ihr sagen, ich bin auf dem Final. Wenn er sagt, Report Turning to Final, dann müsst ihr Report, wenn ihr zum Final hört, etc. Dieses Wort Report müsst ihr euch einprägen. Das muss jedes Mal richtig Alarm schlagen, okay, ich muss irgendwas funken. Das ist das Wichtigste für heute. Ich habe da noch eine Frage. Touchdown und wieder Airborne. Funkt auch jeder, oder was? Weil wir machen Touch and Go. Theoretisch wird ein Touchdown da gefunkt und ein Airborne auch wieder. Airborne funkt der Flight Lead. Wo habe ich es geschrieben? Weiß ich nicht. Irgendwo habe ich es geschrieben. Hier. Ja, aber in dem Takeoff, ja. Ja, aber wenn der letzte von deinem Flight Airborne ist, dann sagt er das intern an und dann kannst du ja sagen, Almina Tower, keine Ahnung, Ramp 4, Airborne. Okay, und Touchdown? Touchdown kann jeder einzeln ansagen, damit die nachführenden Flugzeuge wissen, dass da gerade wer auf der Runway ist. Oh, okay.
Vielleicht noch eine Anmerkung für alle Flieger. Wir haben heute Human ATC, das heißt im Kneeboard haben wir zwei Frequenzen. Wir haben einmal Wizard, glaube ich, heißt unser computergenerierter AVAX. Aber da wir Human ATC haben, müssen wir auf die andere Frequenz gehen. Ja, nicht zwingend. Wir haben Human ATC, das ist aber nicht GCI. Also haben wir ein GCI? Ja, aber wenn wir in den Flieger einsteigen, steht es wahrscheinlich auf... Nee, da steht es auf Alminat Traffic. Also nehm alles zurück, behaupt das Gegenteil. Was du meintest, wäre der GCI gewesen. Das wäre Overlord gewesen. Von der taktischen Frequenz. Das machen Nutzen wir das heute? Nein, wir machen das heute erstmal entspannt. Wir tasten uns da nach und nach. Kann ja jetzt nicht ein Training machen, wo wir das vorher noch nie gemacht haben. Und dann kriegt ihr hier gleich die ganze Keule. Das funktioniert nicht. Okay. Genau, also Check-in auf Tactical immer noch KI quasi, ne? Genau. Ich glaube, der Kiwi hat sowieso genug zu tun mit 2R4. Ja, der wird das ein bisschen mithören und wenn ihr dann irgendwelche speziellen Fragen haben solltet, was er euch beantworten kann, dann könnt ihr das theoretisch auch über die Tactical fragen. Ansonsten müsst ihr mich dann fragen. Weil dann überlege ich mir, ob ich eine Antwort rausgebe oder nicht. Gut. Nächste Frage, weil du gerade bei den Kneeboards bist. Encryption, ja oder nein? Ja. Gut. Verschlüsselung. C2, okay. Verschlüsselt wird aber nur der Wizard, ne? Genau. Ja, nur die Tactical. Nicht der Tanker und auch nicht die Flugfeld, auch nicht die Airfields. Ich meine, du kannst das Airfield gerne encrypten, aber wenn ich dich halt nicht verstehe, dann kriegst du halt auch keine Antwort. Das Lustige, er hört dich ja, wenn du unverschlüsselt funkst. Du hörst ihn nur nicht. Da kannst du ihn ja immer noch wegschicken. Ja, ich weiß ja aber nicht, wer da funkt. Ich höre ja nur ein Krachen in der Leitung. Ja, aber du merkst ja auf dem Radar, wenn wer in die Kontrollzone fliegt. Aber ist egal. Ja, das ja. Kannst du mal zurückgehen? Wohin zurück? Aufs Dokument. Da. Ihr seht ganz unten, der Flight Push, der bleibt bestehen, ne? Flight Push, Last Call. Und dann auf der neuen Frequenz gibt es immer noch als erstes den Check-In und dann 2, 3, 4. Nichts anderes. Nicht 2 Checking In, 3 Checking In, nur 2, 3, 4. Und dann kommt die eigentliche Kommunikation mit dem AVAX oder dem Tower. Aber das ist genau gleich. Das gibt erst ein Check-In vom Flight, dass alle drauf sind. Und dann wird mit dem Tower gedruckt. Das ist eigentlich so wie immer. Genau. Wir finden das Rad nicht neu. Das Einzige, was wir jetzt haben, ist einen, der da im Tower rumsitzt und ein bisschen mit uns Rücksprache hält und uns sagt, wo wir langfahren sollen und sowas. Genau. Theoretisch müsst ihr am Boden einfach nicht mehr denken, so richtig. Nur so halb. Na gut, heute muss nur der Flight Lead denken. Ja, aber ihr müsst vorher nicht mehr gucken, wo ihr genau langfahren wollt, sondern das sagt euch der Tower an und ihr müsst es im Prinzip nur einmal bestätigen, dass ihr es verstanden habt, indem ihr den Satz nochmal wiederholt. Das meine ich. Keine Fragen mehr. Mir fällt später schon noch was ein. Gut, dann können wir slotten und dann machen wir noch kurz 5 Minuten Pinkelpause und dann geht's los, würde ich sagen. Ja. Reden. Was? Ich weiß nicht. Sieh mal nochmal Ding vorhin wegen der 18. Das heißt, ich schalte den Battery Switch on und müsste dann quasi erstmal auf die Frequenz 1.2 gehen, oder? Mit auf dem COM 1. Auf der Batterie kannst du die Radios nicht verstellen. Du machst nur Batterie an und wartest. Okay. Und dann müsstest du auf dem Radio hören, wie irgendwann dein Flight Lead den Startup requestet vom Tower. Okay. Und der sagt dann, jawohl, cleared for Startup oder irgend sowas. Und dann kannst du dein Startup machen. Okay. Weil du kannst in der Warnet
nur mit der Battery Power die Funkfrequenzen nicht ändern. Aber Radio 1, Kanal 1 geht. Das ist das Einzige, was funktioniert. So, ihr braucht mich hier nicht mehr, ne? Ich mach den mal weg. Ihr müsst mich nicht sehen, wie ich hier fliege. Mal sehen. Genau. Ansonsten, wenn du alles benutzen willst, kannst du theoretisch auch mit Ground Power. Aber das kann ich dir auf die Schnelle nie erklären. Das ist ein bisschen kompliziert. Ja, das passt, danke. Das ist in der Hornet nicht so ganz. Da musst du mehr als einen Schalter bewegen. Ich glaube, wir nutzen heute sogar nicht die APU. Ich glaube, wir machen heute sogar einen Start mit der Ground Air Supply. Mal sehen, ob ich mich so krass aus dem Fenster lehnen will. Ja, verbindet sich zum Server. Ich gehe mal noch kurz Wasser wegbringen, dann geht's los. Das wäre eigentlich eine Möglichkeit, ne? Heute könnten wir richtig. Oh, wo guckt er denn hin? Heute könnten wir richtig übertreiben. So richtig. So, und dann wollte ich eigentlich noch eine zweite Flugroute machen, für den Ark zu fliegen. Das lädt aber wieder. Langsam, ey. Performance. Naja, wir werden sehen, wie neu die Performance ist. Aktuell ist sie gut. Wenn die Pause draußen ist, ist es, glaube ich, hässlich. So. Kann ich die Dinge nicht bewegen. Kann ich ihn so? Kann ich. Das aufmachen, Altafra. Wo ist Almin Hart? Da ist Almin. Will der nicht hören. Apaches. Da sieht man immer noch so viel auf dieser Map, ne? Okay. Ja, sind wir gespannt. Ich werde wahrscheinlich Ground Power anmachen. Mal sehen. Och. Ich laber da immer noch. Da den Orbit. Passt. Ich wäre froh, wenn du mir sagst, wenn der kommt, der uns interessiert. Ich bin wieder geschmeidig heute. Holy shit. Wer kommt und interessiert wen? Bin verwirrt. Der Philipp. Der Philipp wollte nicht mitfliegen heute. Das ist aber eng hier drin, hör mal. Viper? Nee. Viper ist gerade kurz Pinkelpause. Pinky Pause? Stuhlen. Ach so. Magnetwand. Wo jetzt sehe ich es gerade. Will nur aufhören. Ja, okay. Wäre jetzt trotzdem, glaube ich, eine gute Sache gewesen. Aber. Stimmt, du fliegst jetzt F-16, ne? Müssen wir mal gucken. Müssen wir am Wochenende ein bisschen fliegen.
soll passieren. So den Vibe ein bisschen nötigen. Der zeigt dir das schon. Nice. So sagen, hey Viper, so praktisch. Hoshi, zeig mir mal die R60. Ja, also. Dann macht er das schon. Aber hey, ich habe wenigstens mein Airbus-Pullover an, ne? Also. Ja. Yep. Ja, auf jeden Fall. Bin gespannt. Wie gesagt, es ist heute für uns alle eigentlich das erste Mal. Wir haben mit einem kontrollierten Ding, haben wir das heute noch nicht gemacht. Das ist das erste Mal. Also extern haben wir es schon gemacht. Bei den Spartans, beim VMFA, bei Franconia und so. Haben wir alles schon mit Human ADC und GCI gearbeitet. Aber hier intern ist das Premiere. Mal sehen. So, wie lange warten wir jetzt hier eigentlich noch? Wo ist denn hier nochmal das Zündschloss? So, alle da? Gut schließen. Ich bin da. Ich glaube, ich habe einen falschen Schlüssel dabei. Ich bin noch nicht drauf. Ich bin da. Der ist unter der Sonnenblende, der Schlüssel. Mensch. Ja, Gustav, egal. Ich kann ja trotzdem schon mal starten. Machen ja eh erst Line-Up und allem drum und dran. Ja. So. Oh, Line-Up schon wieder. Habe ich doch erst beim letzten Mal gemacht. An die 16 Boys, verbindet euch mit Ground Power und macht dann im Prinzip Mind Power an und dann könnt ihr quasi euer ganzes Flugzeug und so ein Zeug halt auch schon einstellen. Und dann hört Alignment er ja quasi. Alignment erst, wenn Ende die Triebwerke laufen, gell? Gut. Ja. Kopie. Gut. Dann würde ich jetzt auf Unpause drücken, wenn nichts dagegen spricht. Jawohl. Klar, dann bis gleich. Wir haben Pylons dran? Holy shit. Okay. Dann schalte ich mich hier stumm. Ground Crew, Electric Power. Bis später. Later, Alligator. So, Ground Power ist an. Das heißt, Reset. Dann alles auf dem B. 3 Sekunden muss man den Schalter halten. Drei Sekunden. Alle 4 Schalter halten. Alle Schalter sind an. Roll left, roll left. So. Flight controls. Flight controls. Ich brauche die Rollkarte. Ich brauche den weg. Ich brauche den hin. Dann brauche ich. Alpha for traffic, Ram 4 flight, 3 Sheep F-18, request startup. Dann brauchen wir den. Den haben wir schon gepinnt. Dann pinnen wir den. Dann brauchen wir die Comms Page und Ram 4 1 Radio Check. Manfield 125 SF. Viper. Ram 4, 1, 2. Also ein falsches Niebuhr drin. Ja, ich weiß. Ich Ram weiß nicht warum. Ram 4, 3, 5. Ja, ich muss die Mission noch mal kurz neu hochladen gleich. Sorry. Standby. Es gibt gleich nochmal einen Restart. Hier sind die falschen Niebuhrs drin. Copy. Also nochmal runter vom Server. Positiv. Mit den Kneeboards geht nicht? Das sind dann so schlimm. Weil die Wegpunkte nicht stimmen. Ich wollte gerade sagen. Fürchterlich. Dann machen wir einen Neustart. Yes. Das ist richtig angenehm so im Lot ATC, ne? Wenn einer connected und wenn einer disconnected, hast du die ganze Zeit so ein Pling, Pling, Pling. Kannst du nicht ausschalten. Doch, ich glaube schon, dass man das ausmachen kann. Moment. Warst du denn gerade schon auf der Frequenz? Weil der Raffnick hatte schon gefunkt und da kam keine Antwort.
Ja, ich war auf der Frequenz. Ich hab hier RAM 42 war das, ne? Oder RAM 41? Nee, 41, ja. So RAM 4 Flight. Ja, genau, RAM 4 Flight, ja. Das, also gehört habe ich ihn. Ich habe nur gerade hier in meinem Ordner selber noch kurz einmal geblättert gehabt. Ich wollte gerade antworten und dann kam auch schon das mit dem falschen E-Boards. Und dann dachte ich so, okay, dann brauche ich ja nicht mehr antworten. Okay, ich weiß auch schon, was ich sage. Ich habe den falschen Tag bearbeitet. So, Deck einfach drüber schmeißen, das ist jetzt die Mission. Ja. So, gleich geht das los hier. Die darf nicht laufen. Also muss eine andere kurz angehen. Das reicht auf einmal schnell probiert, wenn man da ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Arzt ist noch auf dem Server. Zumindest zeigt es, glaube ich, unten an bei der blauen Koalition. Das ist egal. Ich ja, normal bin ich runter. Ja. Achso, okay. Werden keine Gefangenen gemacht. Die kosten nämlich viel zu viel im Unterhalt. Keine Gefangenen. Ich glaube, das war Kiwi, der noch auf Blau Collision ist. Ja. Indeed. Ach, da hast du den Job her. Oh Gott, ja, das hat jetzt einen Moment gedauert, ja. Wie dumm. Oh Mann. Sollte wieder laufen. Das ist korrekt, ja. Ja, und dann mach ich jetzt mal das E-Board checken, ob es der richtige Tag ist. Oh ja, motherfucker. Ich werde das nicht genommen. Habe ich nicht gemutet. Bei mir sagt er, jetzt Scorpion Day 5. Kneeboard. Sollte es eigentlich passen, ja. Nimmt er nicht. Die Sound Alerts gehen nicht. Warum auch immer. Also eine Magnetwand ist echt praktisch. Chief, turn on the ground power. Boah, toll. Jetzt kann ich mir die ganzen Orbits wieder anzeigen. Oh. Yeah. Ground power is now on. Reset. Roll left. Flight controls. Ja, der Kiwi, ja. Gott, ist schon drin. Okay. Nice. So. Wir brauchen die Groundkarte, wir brauchen die Rausfliegrate, die, dann nehmen wir das aus Dingsens.
Dann nehmen wir den hier als Dingsens und dann brauchen wir die 1, die Codes. 251, Decimal 1, online. Und dann brauchen wir Devil 6 und das war's dann. Den raus. Den raus. Und dann haben wir das Aldafra war 96, Enter. So. Aldafra Tower, Devil 6, Fly, 3 Ship, FA-18, Charlie, Request Startup. Devil 6, Aldafra Tower, cleared for Startup. Devil 6, Fly, cleared for Startup. Ja, dann. Aldafra Tower, Ramp 4, Flight, 3 Ship, Devil 6, wir sind die 6. Okay, dann Krypto 2 auf 10. Dann. Wir machen mit. Wisst ihr was? Wir machen mit Dingsy. Mit Ground Air Supply. Ground Air Supply Connect. Dann müssen wir Bleed Air. Kurz gucken. Bleed Air auf Off. Ground Air Supply Apply. Apply Ground Air Supply. Copy. Air is now applied. Okay, right crank. 20 und right engine start. Und Start ohne APU. Haben wir schon ewig nie mehr gemacht. So, Right Engine ist gestartet, dann machen wir einen Left Engine Start. Und für das müssten wir, glaube ich, Bleed Air auf normal machen. Dann können wir hier Ground Crew, Ground Air Supply, Disconnect. Da müssen wir Schub geben, das Max so auf 80. Und Left Engine Start. Cover for Alpha Tower. Clear for Startup. Good Engine Start on Left. Und Schub zurück. Jawohl. Läuft. Haben wir gemacht. Dann können wir nämlich hier Ground Crew Electric Power auch aufmachen. Alignment ist auch schon durch. So, Devil 6 Fly, Radio Check. Ground Power is now off. 5 for 5. Jawohl, welcome. 3, 5 for 5. So. FCS Bittest, dann. Kurz die Wegpunkte noch ja gucken. Bittest läuft. EW brauchen wir nicht. Wahrscheinlich. SA gehen wir trotzdem. Dann HSI. Data auf Air-to-Air. Stopp. Air-to-Air nehmen wir die. Den da. Dann die 1, Aircraft auf Tactical. Und jetzt wollten wir einen neuen Wegpunkt machen, respektive eine zweite Sequence. Und das machen wir aber zwei. Sequence 2 nehmen wir Insert. Wo war das? Castle. Also die 13.
Dann insert die 1, insert die 2 und dann wieder den Entry da unten, die 11, dann die 12 und wieder die 13 geht leider nicht. So, das heißt, wir haben jetzt hier quasi, nach dem Touch and Go fliehen wir ja raus, nochmal hier hin, dann fliehen wir den Arc wieder zum Entry. Das wäre dann der Punkt. Hier haben wir den normalen, den wir fliegen, bis Almin hat. Und sobald wir hier reinkommen und eine Touch and Go machen, können wir auf den Zweier. Und dann haben wir nur noch die Wegpunkte hier, die wir brauchen. Okili dokili. Das klingt auch nicht so schlecht. So, jetzt muss ich mir kurz... Niner, Niner 2. Remarks. 1013 Hektopascal. QFE 2986. Or 1011. And information mic. Also information mic haben wir mit 2986. Runway in use is 2986 haben wir. Das ist gut. EW brauchen wir theoretisch nicht. Ja, wir machen das HMD-Alignment, obwohl wir das theoretisch auch nicht brauchen. Eigentlich hätten wir es ohne HMD machen sollen, das wäre interessant gewesen, ne? Läuft, haben wir auch. FCS haben wir, Takeoff Trim haben wir. Das ein bisschen größer machen. Wir sind eigentlich ready soweit. Die, die er läuft, alles easy peasy. Ja, man ist ready. Da sind wir auf der 3. Hier nehmen wir die 4. Müsste auch passen, 3 und 4. Jetzt können wir uns theoretisch noch kurz das Abflug-Handling eingeben auf die 2. 290 und das Runway Heading ist 306. Haben wir das auch? Okidokili. Zurück auf die 1 haben wir. Okay. One engine's running, all green, ready to taxi. Devil 2, Engine running, all green, ready to taxi. Obli dobli. Sorry, all green, ready to taxi. Ich muss schimpfen, er hat mich nicht mitten auf die Linie gesetzt. Ich bin hier irgendwo. Ich fühle mich verloren. Den auch nicht. Den auch nicht. Eieieiei. Wollen wir als erstes rausgehen oder wollen wir warten? Ich habe ein Problem, meine Stabilisatoren bewegen sich nicht. Was bewegt sich nicht? Meine Höhenruder bewegen sich nicht. Hast du das Alignment richtig gemacht, das FCS, meine ich? Alignment ist gut. Nein, das FCS, den Bittest. Mach nochmal einen Takeoff-Trim sonst. Jetzt bewegen sie sich. B-
Bewegt nochmal. Ne, das ist der Jack. Das ist der Atze. So. Ja, du hast kein Take-Off-Trim drin. Kein Take-Off-Trim. Und bewegt sich auch nicht. Hydraulikdruck ist da. Ja, dann mach nochmal einen FCS-Bit-Test. Okay, check. Der stand auch auf Restart. Okay. Einmal nochmal einen Bit-Test machen. Also mit FCS Reset und dann nochmal einen kompletten Bit-Test. Ja, läuft durch. Ja, nur bewegt sich da nichts. Der läuft ja auch noch, der Test. Ja, aber die Ruder müssten sich bewegen im Test und das bewegt sich nicht. Vielleicht verbuggt, weil du vorhin schon angemacht hast und dann wieder aus. Wer weiß. Mach mal die Flaps ganz hoch. Flaps eingefahren. Jetzt den FCS Reset-Knopf. Dann den Take-Off-Trim-Knopf. Was war nicht der Take-Off-Trim? Jack. Aber im Cockpit bewegt sich der Stick? Ja, natürlich. Das ist, der ist auch im Test. Der schafft den Test nicht. Der Bit-Test fällt. Das heißt, der Wart muss kommen, eben den Fehler auslegen und den Computer, dementsprechend den Computer wechseln. Der Test läuft nicht durch. Ja, dann stopp den Test. Restart. Restart. Hier steht einfach Restart. Ja, dann den Test stoppen. Ja, machen. Oben rechts, stop all. Problem mit dem FCS hat er letztens schon mal gehabt. Ich weiß nicht, was der falsch macht. Aldafra Tower, Ramp 4 Flight, Request Taxi with Information Mic. Mach mal Flaps ganz unten. Bewegen die Flaps sich? Ramp 4 Aldafra Tower, clear for Taxi by Utah 10, Utah 9 to hold short runway. Okay, neuer Flieger in dem Fall, oder wahrscheinlich. Okay. Copy, Taxi, Uniform 10, Uniform 9, holding short 31 Lima, Ramp 4. So viel zu ready. Alpha Tower, Cowboy 5, Package of 3F16, request taxi with information, Mike. Na dann. Cover 500, Taxi via Utah 9, Utah 10 to hold short runway 31 Lima.
You're second in line. Cobalt 5 seconds in line, taxiing via Uniform 10, Uniform 9 holding short at Uniform 9. On red 3 on Lima, Cobalt 5 on. 5 on. So, linkes Triebwerk Start, okay. Piper 5. Jackhammer, look at me, Jackhammer. Performance in dieser Ecke ist vom Airfield ist einfach schon unterirdisch. Ich glaube, das liegt an den ganzen Chutney. Ja. Das sieht schon mal besser aus, ne? Oh ja. Yo, good test is go, ja. Guck. Na, gleich fast nochmal tanken hier. Das war Tag an 9.6, ne? A-Firm. Aldafra Tower, Ram 4 Flight ready for departure. Yeah. Ram 4 Aldafra Tower, leave control zone via exit point west 8000 feet. Wind is. Wind is 10 knots from 287 to 107. Clear for takeoff. Alpha Tower, Cowboy 5 Flight at holding point. Clear for takeoff. Dankeschön. Information Mike war das Aethys, ne? Naja. So. Vom Gewicht müsste es eigentlich auch passen. Müssen wir nicht mal groß flehen. Mal zwei Tanks, wie so der Kali leer. Also irgendwie läuft bei dir nur ein Triebwerk, Atze. Oder ist ein Ansicht-Bug. Aber das linke ist kleiner, jetzt. Halt Alpha Tower, Cowboy 5 Flight, at holding point, Uniform 9, aber mit Führernehmer. Request Takeoff. Ram 4 clear for takeoff, Alpha Tower. Cover 5-1, Alpha Tower is standby till Ram 4 is cleared runway.
All Duffel Traffic, Ramp 4 Flight Error. Guck mal, ein Bildchen mal. Ramp 4 Duffel Tower. Airborne, copy. Cowboy 5-1, Alpha Tower, clear for lineup, runway 3-1, leave control zone via exit point west, 8,000 feet. Wind is 10 knots from 287 to 107, clear for takeoff, runway 3-1, Lima. Cowboy 5-1, clear for takeoff, runway 3-1, Lima. Exit control zone via exit point west at 8,000 feet. Cowboy 5-1. Alpha Flight Tower, Devil 6 flight, request taxi with information, Mike. Devil 6 Alpha Tower, clear for taxi, taxi via hold, taxi via UTA 9 or UTA 10 to hold short runway 31 Lima. Taxi to 31 Lima via Uniform 10, Uniform 9, Devil 6. Okay, let's go, boys. One is rolling. Warum auch immer der Kiwi Utah gesagt hat. Utah gibt's nicht. Uniform heißt das. Zwei rollen. Do. Oh. Holy, sind die leicht, die Boys, ne? Be the same. Also, wir machen einen Element Takeoff 1 und 2 zuerst. Ich nehme die rechte Seite. QFI ist 2986. Check, du machst einen Spacing von 10 Sekunden. Cover 5 on Delta Tower, Airborne Copy. Ramp 4 on Delta Tower, QFI ist 2986. 2986. Okay, check. Switching frequency to wizard flight push, last call, bye bye. Es wurde gerade überlagert. Starten wir zusammen? Wir zwei zusammen, ja. Check alleine. 10 Sekunden Copy. Schlüssel. Achtung, Bremse. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Oh. Licht aus. All after traffic, Devil 6 flight, ready for departure.
Hm. Hat er uns vergessen, oder was? Vielleicht, frag doch mal. Alpha Tower, Devil 6 Flight, ready for depart. Devil 6 Alpha Tower, clear for takeoff, leave control zone via exit point west 8000 feet, wind is 10 knots from 287 to 107, clear for takeoff, runway 31 Lima. Cleared for takeoff, 31 Lima via exit point west, Devil 6. Okay, one is rolling. 2 roll. Wiederhole, ich nehme rechts, Atze links, check im Slot mit einem Spacing von 10 Sekunden. Ich muss euren Airborne hören auf der Funkfrequenz, damit ich neue Einflight Airborne durchgeben kann, wie immer. Check. Alpha Tower, Cowboy 5 Flight, passing exit point west, request change frequency to tactical. Have a fun, Alpha Tower. Approve frequency change. Bye bye. Also mit Insel Break wird nicht funktionieren, ne? Control airspace. Was funktioniert nicht? Push. Insel Breaks kann ich nicht. Gar nicht? Ich kann bremsen, aber wenn ich dann den Fuß von mir, dann komme ich in Schleudern. Was ist, wenn du W drückst? Das ist eng. Bei der Landung geht das. Okay, dann langsam Schub, wir gehen, oder? Let's go, wenn du nicht bremsen kannst. Komm. Let's go. Komm. Langsam Schub, langsam Schub. Alter. Verbrauch ein bisschen länger, ja. Ja, und Burner, komm. Okay. One is off, Burner. Wir fliegen mit 300. All Alpha Tower, Devil 6 Flight Arrow. Devil 6 Airborne, All Alpha Tower, copy. So, und wir machen einen Left Turn. Rolling out. Jack, bist du dran? Ja, gleich. Okay, ich gebe ein bisschen Schub und Nase kommt hoch. Wir müssen auf die 8000 kommen. Am liebsten gleich Echelon Left, für das wir neue Overhead Break machen können. Echelon Right meine ich, Entschuldigung, wir drehen ja links rum. Okay, check. Echelon Right. Nase kommt ein bisschen runter.
Ungefähr 5 Grad, wir sind übel langsam. Schlimm. Nase kommt runter. Achttausend. Für euch zur Info, wir wechseln nachher Radio 1, Kanal 10 mit Krypto, ne? Check 1 auf 10 mit Krypto. Krypto steht bereit. Copy. Kerstin, copy. 1 Speed. 3,30. Ich werde langsam schneller. Ich will auf 3,50. ATC an. Okay, check. 350. Dafra Tower, Devil 6 flight at exit point, a west request frequency change. Double 6 Alpha Tower Exit Point, West Frequency Change approved. Contact visit 2770. Frequency change approved to a wizard. Flight a push, a last call, Double 6. Okay, a right turn und Frequency 6. Eins, zehn. Wizard, Devil 6, check in. Ich brauch dein 2, Atze. Check-in. Wizard, Devil 6, flight of 3 FA-18, checking in, current position, Bulls 1854 50, Angels 8, pushing 2, waypoint, poker. Hast du ein Encryption drin, ne? Lustigerweise habe ich es eingeschaltet, Encryption, ja, aber es nimmt es nicht. Es nimmt es nicht. Lustig. Warum? Keine Ahnung, der wird aber da. Rolling out. Ihr seid auf Encryption, ne? Wizard 8, ramp for flight, leaving frequency and switching to dungeon. Na, nimm's nicht. Bye bye. Hä? Er nimmt die Encryption nicht. Ohne Scheiß. Aber ich höre euch. Also ich höre es ja auf der Frequenz. Aber es zeigt mir im SRS nicht an, dass Encryption an ist. Ist ja lustig. Also entweder geht's bei allen nicht. Ich kann euch alle hören. Ich hab nichts verstanden kurz. Ja, aber dann hast du's nicht an. Weil wenn du ohne Encryption sprichst, hörst du mich, wenn du sie an hast.
Also K158 auf On, Mode auf Charlie und Kanal 2, ne? Jo. Ist aber lustig, im SRS zeigt es nicht mehr an, ob Encryption an oder aus ist. Ist das ein Bug vielleicht? Kann sein. Bei eingeschaltet müsste alles sein. Ja, aber das zeigt es mir nicht mehr an. Vorher war da ein C für Krypto. Definitiv, das ist nicht mehr da. Vorsicht, wir machen gleich einen ziemlich harten Turn nach rechts. Achtung, ich bin rechts und ich... Ja, alles gut. So bei 5 Meilen machen wir den Turn. Ungefähr. Achtung und... Turning right. Wizard, Devil 6 Flight, passing poker, pushing to roulette. Irgendwie sind aber nicht alle auf der Frequenz, ne? Träume ich das jetzt? Wir sind nur zu 6 auf der Frequenz. Irgendwas ist komisch hier. Ich bin auf 1.10. Preset 1, Kanal 10. Ja, ja, ich auch. Aber ich sehe nur 6. Vorhin waren wir 9. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Wir sind schon beim Airfield wahrscheinlich. So weit ist es ja nicht. Ja, stimmt. Kann auch sein. So, wir rollen gleich aus. Rolling out. Neues Heading 095. Und ihr könnt schon mal Tarkan von Almin Hat eindrehen. Das wäre die 99. Und das Runway Heading ist 268 für den Overhead Break. 268 das Heading. Genau. Tarkan könnt ihr eindrehen plus Kurs 268. Check gemacht. So, dann gehen wir hier schon mal den Kurs ein. Wir müssen reinfliegen, das wäre 228. Gehen wir ein. Als Referenz. Okay. Dann wiederhole ich, wir machen den Overhead Break nach links, ne? Nach Süden. Genau, deshalb sage ich nach Süden, dann ist der Fall klar. Overhead Break nach links. Links ist das Trottel, ne? Genau. Gut, ich habe es auch. Ja. So, na gucken hier. Roulette und dann ist gleich der Entry-Exit. Das ist natürlich... Machen wir ein Spacing mit Abstand oder gehen wir zusammen touchen? Das Spacing machst du mit dem Break. Okay, ich versuche nur die Hauptfahrwerke aufzusetzen, nicht die Hubfahrwerke, ne? Genau. Werden wir versuchen. Aber schöne Touch and Go. Ich würde sagen, wir machen ein Spacing von 5 Sekunden zwischen den Flugzeugen, oder? Das müsste eigentlich gehen. Touch and Go wahrscheinlich schon, ja. Ja, mit 5 Sekunden, weil wenn wir mehr machen, dann ziehen wir das extrem weit raus, ne? Und bis wir uns dann wieder gesammelt haben, geht's ewig.
Ihr müsst kurz auf ein Tactical mithören. Ich gehe kurz aufs ATIS für den QFE. Remarks. 1013 hectopascal. QFE 29073 or 1007. And information Charlie. Also QFE 29073, wenn ihr das einstellen möchtet. Wind 285 at 10 knots. Temperature 14.6 Celsius. Altimeter 29092. Remarks. 1013 hectopascal. Der sich hier die Codewörter einfallen lassen hat, war auch zu oft im Casino, oder? Von den Wegpunkten, ja. Ich glaube, wir haben die F-16er gar nicht gehört auf der Frequenz. Ich weiß nicht, ob er das Preset irgendwie anders gemacht hat, weil den Roughnex haben wir gehört. Aber hat es doch abgemeldet. Ja. Und er meldet sich ab, bevor er den Wegpunkt passiert hat? Okay. Interesting. Das gibt gleich ein Riesenghetto auf der Frequenz. Also schon mal Info für euch, wir gehen nachher Funkgerät 1, Kanal 3, ne? Dass es Almin hat. Copy that. Und dann daran denken, was der ATC sagt, wenn er Report sagt, müsst ihr hören, was er reported haben will. Wahrscheinlich wird es der Final sein. Da müsst ihr eigentlich nur am Final was sagen. Also Almin Hutt, Tower, Devil 6, 2 oder 3, Final. Aber wir werden gleich sehen, was der Kiwi möchte. Gleich auch Frequenz wechseln, bevor wir bei diesem Wegpunkt sind hier, weil sonst wird alles ziemlich knapp und eng miteinander. Wenn ich nachher nicht funken kann, weil die Frequenz belegt ist, machen wir das gleich, ne? Sweet. Wizard Devil 6 Flight switching frequency 2. Dungeon, last call, flight push, Devil 6. Pulse 2, on state. Temperature, Pascal. QFE 29073. So, wir nehmen ein bisschen die Nase runter, Vorsicht. Information, Charlie. This is Almin at AFB Information, Charlie. Runway in use is 27. Wind 285 at 10 knots. Temperature 14.6 Celsius. Altimeter 29092. 1, 3. Almin Hutt Traffic, Devil 6 checking in. Almin Hutt Traffic Touchdown. Na, Krypto war noch drin. Almin Hutt Traffic, Devil 6 checking in.
Delta 6, I'm in a traffic, radar contact. I'm in a traffic, Delta 6 checking in. I'm in a traffic, RAM 42, starting again. I'm in a traffic, altitude. RAM 42, start up. Altitude. Wart immer noch auf euren 2 und 3, ne? 3. Auf einer neuen Frequenz. I'm in a traffic, Delta 6 flight checking in. Delta 6, I'm in a traffic. Radar contact. Got you 10 by 10. Copy, ich wollte eigentlich meine Wingman hören und nicht den ATC, aber ja, I'm in a tower. Delta 6 flight inbound, currently 20 miles out from the south via entry east. So, wir gehen noch ein bisschen runter. Wir wollen auf 2000 kommen, weil der Entry ist näher auf 2000. Und wir fliegen eine leichte Kurskorrektur nach rechts. Ja, leicht. Ram 4, I'm in a tower airborne. Report wind reaching 8000. Jetzt habe ich es gehört. Aber erst habe ich es nicht gehört. Ich habe es zweimal gesagt. Okay, da habe ich dich die ersten zwei Male nicht gehört. So, Nase kommt ein bisschen hoch. Ich finde auch spannend, dieser Wegpunkt Roulette sollten wir auf 16.000 sein, wo wir gleich sind. Aber 10 Meilen hinten dran gleich der Entry Point. Das ist auch spaßig. So, wir geben noch ein bisschen mehr Schub und nachher werden wir gleich einen Left Turn machen hier. Schöne Kurve. Amina Tower, Cowboy 5-1, Final geht an den Locks. Cowboy 5-3, turning final. Und Left Turn. Cowboy 5-1, Touchdown. I'm in Hot Tower, Devil 6 Flight, a passing waypoint roulette. Okay, ihr seid noch alle dran. Euer Heading, euer Tarkan habt ihr eingedreht, ne? Ihr seid somit ready für den Overhead Break. 3. 2. Cover 5-2 und lift up. Five, three, touchdown. Wir gehen noch ein bisschen in der Höhe runter. I'm in der Traffic, Cowboy 5 Flight Airborne. I'm in der Traffic, Ram 43 Touchdown. Und wir gehen ein bisschen Speed hoch auf 350. Cowboy 5, I'm in der Traffic. Airborne. Rolling out, 340. Report when reaching 8000 feet.
Amina Traffic, Ram 43 Airborne. Eins Speed. 350. Ram 43, Aminage, Traffic, Airborne, copy. So, Dille. So geht dieser komische Dings hin, ne? Hallo, Motherfucker. Jetzt geht er lustigerweise. Also, 5 Sekunden Spacing müsste reichen. Links rum. Schöner Overhead Break, Touch and Go und dann raus über den Exit West. Ne? Die Wegpunkte habt ihr selber. Wer nachher Wegpunkt 6 müsste es glaube ich sein, 6 und 7. Check. Stimmt nicht. Wegpunkt 8 ist es. I'm in der Tower, Cowboy 5, leaving Control Airspace. Request frequency change in technical. I'm in a tower, level 6, passing entry salt. Cover 5, I'm in a traffic. Frequency change approved, contact visit on 277. On left turn. Zero, bye bye. I'm in a tower, Cowboy 5, leaving frequency, last call, flight push. Rolling out. Devil down minute traffic. Clear for overhead break, runway 27, report when final. Cleared for overhead break, runway 27, report fine. Devil 6. Also, ihr habt gehört, den final müsste reporten, ne? Und Achtung, Left Turn. Es gibt ein bisschen einen harten Turn. Tower, Ramp 4 Flight at Exit Point West at 9000 Feet. Request Frequency Change. Und noch ein bisschen mit der Höhe runter. Okay. Ramp 4 Minute Tower, Clear to Frequency Change. Runway Inside. 377.0. Bye bye. Ramp 4 switching frequency to Wizard, flight push, last call, thank you, bye bye. Rolling out, heading 268, schön über die Runway. Höhe stimmt, Speed stimmt, alles perfekt. Schön. Richtung Spotter war es, ja? Ja, Süden. Devil 6-1 Break. Devil 6 Break. Three break. Oh, die Nase, die Nase, die Nase, die Nase, die Nase, die Nase, die Nase. So, 9,8 ungefähr gegen Hayden. Hochtrim. Viel zu schnell. Viel zu tief. Nicht so schön. Und trimmen, 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 trimmen.
Devil 6-1 turning to final. Runway 27. Devil 6-2, Grenenfeinde. Zu hart gedreht. Das muss ich korrigieren. Guck mal. Guck mal, wie ich korrigieren muss. Wie peinlich. Devil 6-3, turning to final. Das ist 6-1, das schon. One is airborne. Devil 6-2, touch and go. Devil 6-2, airborne. So, ich bin auf 1500. Mein Speed ist relativ langsam. Ich bin bei 250. Three, everyone. I'm in Hot Tower. Devil 6 flight, everyone. Devil 6, I'm in Hot Tower. Airborne. Report when reach 8,000 feet for frequency change. Report when 8,000 feet for frequency change, Devil 6. Wir steigen aber erst nach dem Exit Point. Weil das mit den 8,000, das ist bei unseren Charts eigentlich nicht. Und hat er uns auch nicht vorangesagt. Welche Höhe hast du? 2000. Okay, check. Speed 270. Ich bin gleich am Exit. Dreimal bis Exit. Ich fliege mit 280.
2 Meilen bis Exit. Ich mache einen Left Turn auf den nächsten Wegpunkt. Mir fehlt ein Flugzeug. Okay, Check ist da. Das heißt, ein bisschen Schub geben, Nase hoch, ne? Bis auf 8000. 8000 Schub. Ich bin noch eine Meile hinter euch. Ja. Aber du siehst uns, ne? Jo. Ich will die ganze Zeit auf Netz funken. Oh Mann. Ah, shit. So. Ja, er hat gesagt, Report wenn auf 8000. Theoretisch sind wir schon aus der Flughafen-Ding raus, aber er hat gesagt, wenn 8000. Also, Auftragstreue, ne? Erstmal steigen und dann abmelden. Si, Signora. Genau. So. Gehen wir noch ein bisschen. Wir sind relativ langsam, Atze und ich. Kommst du hinterher? Ja, ne? Ja, also da ist er, ja. Okay. Wie heute denn? Armin Hut Tower, Devil 6, passing 8000. Request Frequency Change, Devil 6. Devil 6, Armin Hut Tower. Clear for... Frequency change, contact wizard on 277.0, bye bye. Be at Ford, frequency change, contact a wizard. Last call, flight push, L6. Also, 1.10 war's, ne? Jo. 1.10, nein, Atze, nein. Was, nein? Du musst warten, bis ich funke und dann nur noch Tu sagen. Wizard, Devil 6 Flight, check in. Tu. 3. Wizard, Devil 6, 3 ship FA 18, Charlie, current position, Bulls 118, 450, Angels 8, climbing. 2, waypoint. Blackjack. Den hat er wieder auf 16.000 gesetzt. So hoch fliegen wir nicht, ey. Ohne Scheiß. Wir müssen ja sowieso gleich wieder sinken. Ja, copy. Wir ja tanken noch, oder? Tanken ist optional. Willst du tanken gehen? Muss nicht sein. Nee, das lassen wir aus. Vom Sprit her, ich bin gleich auf 9000. Das reicht noch locker für ein Touch and Go und den Arc zu fliegen. Das müsste passen. Ja, da geht's auch easy für Sie. Ich bin bei 9.2. Kann ich ein bisschen auf die linke Seite? Ja, kannst du. Du kannst links rüber. Denk dran, naja, müssen wir aber wieder Echelon Right für den Break machen. So. So. Nehmen wir die Nase runter, wir bleiben auf 12.000, wir gehen hier auf diese 16. Das ist ein Witz, für diese paar Meilen auf 16.000. Hat er nicht immer recht?
Der Viper? Nein. Wie das wie der Fluglotse? Der Fluglotse hat uns nicht gesagt 16.000. Die 16.000 stehen bei unseren Wegpunkten. Der Fluglotse hat gar nichts gesagt. So, ich nehme aber noch ein bisschen Speed raus. Wir sind ein bisschen schnell. Ist ja kein Rennen hier. Oh, oh, oh. Ja, Entschuldigung. So. Also, jetzt gehen wir rein über den was war das? Exit East. Overhead Break, Touch and Go und dann nochmal raus über West. Ja, und dann den Arc kriegen, ne? Genau, und dann nochmal ein Overhead Break. Bitte? Genau, und dann nochmal einen Overhead-Break zum Final Landing. Zwei Overhead-Breaks, ja. Ja, also den ersten mit Touch and Go, dann raus über den Arc und dann den zweiten. Gute Übung, wenn man schon vor Carrier hat, ne? Ja. So, ihr könnt euch schon mal einstellen. Tarkan 96 und die Runway für euch ist 306, das Heading. Jawohl. Heads up, wir machen einen Right Turn. Wizard Devil 6 passing Blackjack. Wir gehen nicht direkt auf den Wegpunkt, sonst müssen wir noch eher zu hart drehen. Wir machen einen angenehmen eine Kurve hier, ne? Und es sind noch 16 Meilen und der Entry ist auf 4000. Das heißt, wir nehmen gleich schon wieder die Nase runter hier. QFE ist übrigens 2986, falls ihr den gleich angeben möchtet. Und ich rolle hier aus 230. Nimm ein bisschen Schub raus und Nase runter. Und Jack, du müsstest nachher wieder auf die Seite von Atze wechseln. Und ich melde uns bei Wizard ab und bei Aldafra an. Wizard Devil 6 Flight switching frequency to Castle. Flight push, last call, Devil 6. 1-1, ne? Last cap, 1. Ah, Aldafra Traffic, Devil 6, check in. 2. Hör dich nicht, Jack. Devil 6 hat Alpha Tower, 10x10 Radar Contact. Aldafra Tower, Devil 6 inbound, currently 25 miles out from the southeast at Angels 8. Entering via Entry East
4 over break and touch and go. Vorsicht, rechts turn. Devil 6 Alpha Tower, report when initial 4 over break and touch and go, runway 31 Romeo. Report for initial runway 31 Romeo Devil 6. Alpha traffic, ramp 41, turning to final for touch and go, get unlocked. Altitude. So, da unten die Kreuzung ist unser Entry. Alpha Tower, Cowboy 5, passing exit point west, flying arc to entry point east. Cowboy 51. Alpha traffic, ramp 42, turning into final for touch and Nase go, kommt hoch und Speed kommt ein bisschen rein, Vorsicht. 4000 ist unser Ziel. Und wir sinken weiter. Alpha Tower, Ram 43, turning into final for touch and go, geared on and go. So, und der Speed kommt. Wir wollen auf die 350. Nase leicht nach unten. Speed 350. So, wir sind auf 2000. Noch 4 Meilen bis Initial. So, wir sinken auf 1005. Aldafra Tower, Devil 6, passing initial 3-1 Lima. Ramp 43 Airborne. Aldafra Traffic, Ramp 4 Flight Airborne. Ramp 4 Aldafra Tower, Airborne copy. Report when exit point west and arc to entry point east. Machen wieder 5 Sekunden Spacing. Das müsste klappen, das hat nicht so schlecht funktioniert vorhin. Hat nicht so gut funktioniert? Ja, nicht so schlecht, Entschuldigung. Ich war wieder woanders mit meinem Kopf. Du kannst ruhig ein bisschen enger drehen, den Downwind. Ja, muss ich gucken. Devil 6-1, break. Devil 6 to break. 039, Hornet Ball, 8.0.
ist kein Carry. Hört ihr mich noch? Ja, jetzt bin ich viel zu nah, ey. Habe ich viel zu eng gedreht. Hätte ich mal nicht auf Natze Nein, gehört. Alles gut. Ich habe viel zu eng gedreht. Ich bin über den Landebahn. Falsche Frequenz. Falsche Frequenz. Ach, über den Landebahn, sorry. Ja. Ich habe 6-1 turning to final runway 3-1 Lima. Oh, 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 oh. Hörst du einmal auf den Atze, verkackst du den ganzen Anflug, ey. Ja, schlimm. Mi. Devil 6-2, Final. Alpha Traffic, Ram 4 Flight, joining Arc. Exit Point West. Ah, gar nicht rausgenommen. Ich glaube, die Encryption ist Ram kaputt. Ram 4, Alpha for Traffic, joining Arc, copy. Ich glaube, die Encryption ist defekt. Level 6-1, Touchdown. Man hat übrigens deinen Final nicht gehört, Jack, falls du den schon gesagt hast. Level 6-1, Aero. Jack? Jack ist weg vom Funk. Wir sind der eigene Atze. Jack ist nicht mehr da, ne? Jack. 6-2, touchen. Flieg langsam wieder hoch. 6-2, airborne. Flieg langsam hoch. Ich bin auf 1500. 200 Knoten. Ich bin am Ding. Ich drehe nach links. Zum Exit. Dafra Tower, Devil 6 Flight Airborne. Okay. Devil 6 Dafra Tower, Airborne, copy. Report when joining ARC for exit from West. Report when joining ARC for exit West, Devil 6. Du siehst mich, Jatze, ne? Check ab, die Grüße. Komm mit 350 von hinten und steige. Okay, dann gebe ich ein bisschen Gas. Ich fliege nämlich mit 250. Dann gebe ich mal noch ein bisschen. Ich war gut. Ich habe nur das Hauptfahrwerk draufgesetzt. Ja, ich nehme die Nase ein bisschen runter. Wir sind ein bisschen zu hoch gestiegen. Wir müssen natürlich auf die 4000, nicht die 8000. Nein. Bis zum Wegpunkt müssen wir doch 8000 erreichen. Ja, nee, wir fliegen ja den Arc. Der Arc ist auf 4000. Ja, kann man machen.
Wobei, ja, das ist jetzt auch ein bisschen. Wir gehen auf 4000. Check 4000. Weil er hat uns keine Höhe gegeben, der ATC. Okay, du bist dran. Nice. Dann gebe ich ein bisschen Schub, ne? Check. So, 5 Meilen bis zum Arc. Dann würde ich sagen, machen wir gleich ein Linksturn. Oh no, crash to death. Stop. Doch, Romeo ist recht der Runway. Habe ich nicht. Habe ich falsch gesagt? Habe ich Romeo gesagt und nicht Lima? Oh Gott. Guter Punkt. All Afra Traffic Level 6 joining Arc. So, wir gehen noch ein bisschen runter mit der Höhe. Wir sind theoretisch noch ein bisschen zu hoch, ne? Ja. Level 6 halt Alpha Tower. Join in our copy. Alpha Tower, Cowboy 5 Flight, Package of 3 of 16, passing entry point east. Inbound. Und wir drehen noch ein bisschen enger hier. Sonst fliegen wir zu weit raus. Recht hat er gehabt. Hab ich rechter Runway angesagt? Habe ich Romeo angesagt? Ich dachte, ich hätte Lima gesagt. Ah. Cabo 5 hat Alpha Tower. Inbound for Overhead Brakes. So. Lima. Copy. Na gut, wir sind 22. 20 sollen wir so, ne? Ja, kriegen wir gleich hin. Ich habe ein bisschen zu spät oder zu spitz auf den Wegpunkt gedreht. Das kriegen wir gleich hin. Ich roll hier mal aus. Wir werden gleich näher kommen. Alles gut. Und hier geben wir mal ein bisschen Schub, also auf die 350 kommen. Ich habe Romeo angesagt. Habe ich vorher mal die rechte Runway angesagt, anstelle von der linken? Habe ich so einen Fehler gemacht? Nein, ich meine, du hast gar keine angesagt. Okay, habe ich nur 3-1 angesagt, oder was? Also für mich war klar die linke, deswegen habe ich auch nicht richtig zugehört. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. So, wir kommen schon näher, das ist schon nicht schlecht. Wir drehen noch ein bisschen. Eieiei. Mochte er gar nicht gerade. Ich glaube, die Verschlüsselung ist defekt. Irgendwas ist da defekt. Das geht nicht mehr richtig, glaube ich. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also bei mir, also ich habe jeden gehört und manchmal auch nur raus und piepen. Ja, ich glaube, irgendwas war da
Müssen wir nochmal gucken. Kann sein, dass das defekt ist oder so. Müssen wir nochmal testen. Haben wir jetzt natürlich länger nicht gebraucht. Ich drehe nochmal ein bisschen links, sonst kommen wir zu weit weg. Alpha for traffic, ramp for flight, passing entry point east for full stop landing with overhead brake. Ramp for Alpha for tower, full stop landing with overhead brake, and east entry point, report when overhead brake is final for 31 Lima. Aldafa Traffic, Cowboy 5-3, final. Ja, wir sind ungefähr eine Meile zu weit draußen. Aber da machen wir jetzt nicht mehr Shishi, ne? Alter, das passt schon, eine Meile. Der Jack hatte einen Disconnect, Leute, ne? Schade. Hat er Traffic, Cowboy 5-3, Touchdown. Hat er Traffic, Cowboy 5-2, on final. So, fliegen wir hier den Arc. Kann das sein, dass du mit dem Radarmesser fliegst? Nee. Normal Höhenmesser. Warum? Nein, 2986 vom Airfield. Du beziehst dich jetzt auf den Airfield? Ja, weil wir sind am Airfield-Pattern. Deshalb beziehe ich mich aufs Airfield. Hat er Traffic, Cowboy 5-2 Touchdown. Jack hat einen Crash to Desktop, Mann, das ist schade jetzt. Ja, Sprint hat auch gut gereicht, ne? Weiter fahrt Traffic, Cowboy 5-2. Ja, okay. Cowboy, Alter, fahrt Traffic. Leave runway via X-ray right hand side, taxi to parking position via Papa Victor uniform. Call was too late, exit runway on Whiskey left. Whiskey left? Cover Alpha for Tower copy, exit via Whiskey taxi to uniform, to Yankee uniform to parking position. Sonst hat er heute alles gut. Ramp for one, break for overhead. Ja, ich finde eigentlich auch. So, ich rolle hier mal aus. Jetzt kommen wir zu nah. Sind wir ein bisschen zu nah, siehst du das? Oh mein Gott. Das ist eine Birne. Und kein schöner Kreis hier. Muss noch mal ein bisschen rausdrehen hier. Alpha Tower, Cowboy 5-1 leaving active runway at Whiskey Zero run located. Ja, machen wir uns gar keine Dingsies hier. Also jetzt nicht so schön. Cowboy 5-1 Alpha Tower, runway cleared, 3-1 Lima.
So, 9 Mile Miss Entry. Ramp 4, turning to final, gear down and locked. Wir machen einen Linksturn auf den Entry. Und naja, wird das dann ein bisschen ein harter Turn geben. Aber müsste passen. Alpha Tower, Cowboy 5, Package of 3 of 16, request taxi to parking uniform 10. 6 Mal. Okay, check. Okay. Punkt habe ich im Gesicht da, den sehe ich. Und wir drehen. Ziemlich harter Turn links. Cover 5 Alpha Traffic. Clear for taxi via Yankee Uniform 2 parking position. Uniform 9er. Oh, Nase kommt ein bisschen runter. Wir wollen auf 2000 kommen. Uniform 0 to Uniform 10, Parking Pad, Cowboy 51. Alder for Tower, Ram 43, turning into final run for full stop landing, runway 01 Lima. Speed kommt ein bisschen raus, wir sind zu schnell. Aldafra Tower, Devil 6, passing entry east. Rolling out. Ja, hat er mir nichts gegeben. Der Tower hat mir keine Antwort gegeben. Nochmal. Der kann nicht mehr hören. Aldafra Tower, Devil 6, passing entry east. Ramp 4, one touchdown. Devil 6, Aldafra Tower. Passing entry east. Clear for full stop landing runway 31 Lima with overhead brake. Cleared for land with overhead brake runway 31 Lima, Devil 6. Ram 42 Touchdown. Korrigiere hier ein bisschen gerade wild, ne? Also. Ein Schönheitspreis kriegen wir gerade nicht für den Anflug hier. Ich entschuldige mich. Schub kommt ein bisschen. Muss noch ein bisschen schneller werden. Und ein bisschen korrigieren. Oh Gott, ist das ein Murks-Anflug hier. Here to land. Irgendwas reporten hat er mir nicht gesagt. Also werden wir Turning to Final und so auch nicht sagen, weil er nichts gesagt hat von Report, ne? Oder sollen wir es trotzdem ansagen? Was meinst du? Ein Overhead Break machen soll. Ja, wir machen den Overhead Break. Remfort 3 Touchdown. Würdest du es jetzt ansagen, dass wir zu Final Turn neu oder nicht? Ich sag es. Okay. So. Wir sind ein bisschen zu tief. Speed stimmt. Atz ist dran. Wir sind ready. 5 Sekunden spacing. Ja, copy. Devil 6, one break. Devil 6, 2 break.
Alt Alpha Traffic, Ram 4 Flight, leaving runway 31 Lima at Whiskey Zero. Devil 6-1 turning the final. Alt Alpha Traffic, Ram 4 Flight request taxiing to parking pad 2490243. Alt Alpha Traffic, Ram 4 Flight request taxiing to parking pad 240243. Nehmen links. Level 6-2 final. Genau, war linken Seite. Ram 4 Alpha Tower, clear for taxi to parking position via Whiskey Yankee Uniform. Devil 6-1 touchdown. Ram 4 flight. Taxi via Whiskey Uniform. Whiskey Yankee Uniform. So. Level 6-2, Touchdown. Alt Alpha Tower, Devil 6-1, leaving runway 31 Lima via Whiskey Zero. Level 6-2, verlasse Landebahn. Alt Alpha Tower, Devil 6, leaving runway, runway vacate. Devil 6, Alt Alpha Tower, runway is cleared.
Devil 6, clear for taxi to parking position via Whiskey Yankee Uniform. Cleared for taxiing to parking position via Whiskey Yankee Uniform. Devil 6. Mind Alpha Tower, Cowboy 5, Package 316. Shutting down engine, last call, Cowboy 5-1. Ich fahr direkt los, ne? Okay, Jack. Ja, weil er hat uns ja gesagt, wir dürfen taxien, du bist ja da, dann fahr ich aber los. Sodele. War ein guter Flug. Bin ich der Meinung. Ja, das nee, war in Ordnung. Das war, so wie es Touch-and-Go-Übung auf Flugplätzen, Anflugverfahren üben und Funkelquatsche. Ja, das war gut. Guter Flug. Ich habe zwar mittendrin ein bisschen gepatzt, aber guter Flug. Waren nicht die perfektesten Anflüge. Doch, fand ich die Anflüge ganz gut. Sie sind blöd auch auf blöd anzufliegen. Oft in spitzen Winkeln und sowas aber. Ja, ich habe versucht ein bisschen den Winkel aufzumachen, dass wir nicht so hart drehen müssen. Das mit den 16.000 Fuß haben wir halt nirgends erreicht, ne? Wir sind halt nie so hoch geflogen. Aber das ging mir nicht in den Kopf, dass wir so krass steigen wie der sinken für nix, ne? Ja, da hätten wir die Maschine fast steil nach oben ziehen müssen, ne? Ja. Also, wäre schon gegangen, aber... Mein Gott. Das Flugfeld ist so groß, ist unglaublich. So lang. Ja, die Hälfte der Maschine habe ich schon ausgemacht, ne? Bingo zurücksetzen hier.
War kein fehlerfreier Flug. Aber in letzter Zeit mache ich öfter Fehler. Ich fliege aber zu wenig. Das ist unglaublich. Der Touch and Go hier. Der erste in Aldafra, der war kritisch. Der Final, weil ich echt enger gedreht habe. Mein Arzt gesagt hat, ich soll enger drehen. Und wir waren hier weiter rechts, als bei Almin hat. Und deshalb war mein ich, oder ich war viel zu nah an der Runway. Achtung, rechts turn, ne? Uniform 0. Da ist sie. Strike Eagle. Bald, da muss ich nicht mehr fliegen, da kann ich hinten sitzen. Kann ich mich chauffieren lassen. Oh, ich soll geradeaus fahren. Da ist schon eine Schande, dass hier die Navy in der Ecke von der Army und Air Force rumsteht, ne? A10er. Hier Army mit den Apaches. Und wir stehen da in derselben Ecke, ey. Wenn sie wenigstens einen Teich nebendran gemacht hätten, ne? Wir vermissen das Wasser hier. Alter, wenn neben unseren Hangar es wenigstens ein Teich wäre, ne? So für die Navy. Aber nein, hier ist alles von Air Force bis Army, alles. Aber ich finde die Zelte jetzt realistischer als die Hangars, ne? Ja, ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber wie du schon sagtest, wir stehen nicht mittig. Ja. Oh, sind die F-16er schon runtergegangen vom Server, oder was? Sind wir wieder die Last Man Standings hier. Steht der Goblin im falschen Hangar? Wir waren doch hier bei U11, oder? Wir waren doch im letzten Sektor. Bei den letzten Hangar? Ja, kann sein. Stimmt, Devil. Ja, sorry, ich war jetzt immer Ram. Entschuldigung, stimmt. Wir waren bei U12. Weiter rechts, komischerweise. Ja, U12. Stimmt, du standst links von mir, ne? Ich war in der 2, ja, genau. Ja, und Jack stand rechts von dir. Warum, wieso, keine Ahnung. Ja, ja, ja. So, jetzt fahre ich aber da gerade auf die Linie, ey. Ja, aber nicht das ganze Zelt ruinieren. Nee, das Zelt steht mittig auf der Linie. Mehr oder weniger. Ja, ich guck mal. So. Ja, das könnte mir nicht passen. Na, ja, die Flieger standen einfach nicht mit. Aldafra Tower, Devil 6-1, shutting down engines, last call. Have a good day, baby. Hydraulik. Engine kommt runter. Hydraulik kommt runter. Right engine. Aldafra Tower. Devil 6-2 shutting down engine last call. Request repair. Repair. Unable to comply. Ich wollte gerade sagen. Wheel jocks wollte ich haben, da. Chief, place the wheel jocks. So, copy. Alles aus, aus, wheel aus, jocks are now aus. Aus. So. Jetzt lustig. Dann ja, da habe ich Wikinger am Funk fluchen hören, ne?
Das war quasi ein Missverständnis, dass ich quasi gedacht habe, okay, er startet durch, aber er kommt mit uns, als dass nochmal, dass er nochmal eine Runde macht. Da haben wir uns nicht abgesprochen. Ja, passiert. Ja, ich war auch, mein Funkspruch war da auch Mist, weil da war ich im Moment ein bisschen überfordert, naja. Und eigentlich hätte ich funken müssen. Hat er gut gemacht. Dann wäre ein klar gewesen. Aber schöner bin ich nicht drauf Ausflug. Gekommen. Schöner Ausflug. Kein Feuerball. Ich wollte sagen, genau. Also ich hab nur im Lot ATC dann gesehen, dass Goblin sich da quasi so schön hinten dran eingereiht hat. Erst sah es so parallel aus und dann so schön hinter die letzte F-16 und dann dachte ich so, auf die Geschwindigkeiten geguckt, die F-16 so 170 Knoten, Goblin war bei 140, dann dachte ich so, ah, der macht das schon. Der macht das ja, nicht. Ja, das ist halt unsere Erfahrung, die wir haben, weil wir sonst ohne Human ATC geflogen sind, ne? Ja, es war halt für alle heute ein bisschen neu. So, ja, die F-18 kann auch kurz parken in der Luft und dann weiterfliegen, das ist kein Problem für das Flugzeug. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es. Es war ein guter Flug. Das Debriefing ist wie immer ohne Öffentlichkeit, dass jeder sagen kann, was er denkt, etc. und sich keiner schämen muss. Und ja, würde ich sagen, war ein guter Flug. Wir sehen uns eventuell nächsten Freitag für die nächste Mission. Möglicherweise sogar schon ein bisschen früher. Vielleicht streamen wir vorher nochmal. Irgend so ein Trainingsflug nächste Woche. Ich habe ja Urlaub. Am Freitag kann ich nicht garantieren, da wäre Tag 6, aber ich bin da noch unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich es pünktlich nach Hause schaffe. Also kann sein, dass von mir kein Stream ist nächste Woche Freitag. Aber dann würde ich sagen, guck doch mal bei Goblin rein, bei dem Stefan. Genau, weil der ist sicher da und wird das streamen. Bei mir, wie gesagt, unklar. Aber spätestens in 2 Wochen, Tag 7 von mir dann. Gebaut von mir, organisiert von mir. Tag 7 in der Red Scorpion Kampagne. Aber ich sagen, danke fürs Zuschauen.